Ja, servus zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Europa Universalis 4 mit unserem Böhmen am Start. Hier im Krieg gegen Polen, Danzig, Moldawien, Dänemark, Norwegen und Schweden. Und unser Ziel ist es jetzt, Dänemark im Handstreich aus diesem Krieg zu nehmen. Zu diesem Zweck werden wir mal hier zwei Belagerungsarmeen abspalten. Nein, nicht Kanonen, sondern einfache Regimenter. Unsere Hauptarmee wird Kolding belagern, aber wir werden auch Schleswig und Holstein mal niederbelagern, in der Hoffnung, dass Dänemark davon überzeugt, dass es nicht wert ist, weiter diesen Krieg zu führen. Es geht ja hauptsächlich darum, dass Dänemark letztendlich den Frieden schließt, denn Dänemark hat ja Norwegen und Schweden als Juniorpartner. Wer Dänemark sagt, der Krieg ist zu verlassen, dann wird der Krieg verlassen. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke. Wir könnten auch versuchen, Kolding aufzuschießen oder so, aber schauen wir mal. Das ist, glaube ich, nicht nötig. So, Holstein wird von Böhmen besetzt. Sehr gut. Und wir sollten, glaube ich, mal hier nur 7000 Mann stehen lassen. Wie viel Kanonen braucht man denn für diesen Kanonenbonus? 1, 4, 6, 8, 10. Wir haben 8, richtig? Ja. Das Problem ist, wir kassieren Verschleiß. Deswegen ist das nicht so gut. Warte mal, lassen wir mal alle Regimenter raus, außer eines. Und sammeln uns hier in Schleswig. Und blockieren damit gleichsam den Zugang von Süden. Und sollte von Norden eine Feindarmee kommen, können wir die einfach vernichten. So, sehr gut. Wir haben unsere Darlehen verlängert. Das ist weniger gut tatsächlich. Unsere finanzielle Situation ist, gelinde gesagt, katastrophal. Das müssen wir tatsächlich dann in einer folgenden Friedensphase wieder ausgleichen. Das ist jetzt nun mal so. Wenn wir Polen tatsächlich jetzt in Personalunion kriegen können, dann wäre das ideal. Wir können aber tatsächlich auch mal wieder nach Litauen Beziehungen verbessern und auch in Stettin, wo es tatsächlich jetzt abgeschlossen ist, jetzt wo man vom Teufel spricht. So, und zwei vom gleichen Schlag. Keine andere Kurfürstin ist so mutig wie unsere Magdalena. Militärtaktik, ja, gibt ja auch nicht so viele andere Kurfürstinnen, wenn man ehrlich ist. Militärtaktik und Organisation waren schon immer von großem Interesse für sie. Zusätzlich zu ihrem täglichen Training mit dem Schwert verbringt sie jeden Tag viele Stunden mit dem Studium der Kriegskunst. In den vergangenen Monaten lernte sie einen unserer meist respektierten Befehlshaber kennen, der unsere Kurfürstin im Gegenzug unter seine Fittiche nahm und Magdalena nun alles beibringt, was sie zu wissen wünscht. Jetzt hat Kurfürstin Magdalena uns darum gebeten, dem Befehlshaber ein Angebot zu unterbreiten und behauptet, dass er einen viel besseren Berater abgeben würde als Kommandant Markus Hoppe, der zurzeit angestellt ist. Oh, wir kriegen eine Stufe 2 Kommandanten, Disziplin plus 5%. Oh mein Gott, das machen wir, in der Tat. Dann können wir nämlich Markus Hoppe tatsächlich ersetzen durch Aneska Swartemberka, ist eine Frau übrigens. Kostet nur einen Dukaten mehr und bringt uns gleichsam einen Machtpunkt mehr. Ist auch erst 32, also wird uns lange dienen können. Das ist sehr, sehr gut. Damit wir auch Vorsprung durch Technik behalten, hier in militärischen Belangen. Genau, Kolding ist belagert. Dänemark, willst du aus diesem Krieg gehen? Jedi Mind Trick. So, dann berufen wir die Diplomaten mal ab. Wir können, wenn wir wollen, wieder Diplomaten nach Brandenburg und Sachsen schicken. Um hier weiter Ansprüche zu fingieren. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Komm, wir haben Jylland besetzt. Beziehungsweise wir besetzen Jylland. Dänemark, du willst diesen Krieg nicht mehr weiterführen. Du willst diesen Krieg nicht mehr weiterführen. Ostjylland, Westjylland, Nordjylland wird besetzt. Komm. Jütland ist in unserer Hand. Wir geben es wieder frei, wenn dieser Frieden geschlossen wird. Ach komm, ey. Was wollt ihr? Kriegsdauer verbindet deinem Krieg, Dänemark hält Sjelland. Na gut. Wir kontrollieren das jedenfalls jetzt. Können wir eigentlich noch Stargard entsatzen? Das wird sogar knapp. Brandenburg lässt uns durch.
Ja. Danach vielleicht noch Krakau. Und dann stehen wir, glaube ich, ganz gut da. Ja, wobei Stargard wird jetzt wohl fallen. Na gut. So, und Maries Podebrat regiert in Moskau. Das ist auch schön. Unsere, also eine Frau unserer Dynastie regiert für ihren Sohn wohl, Andrei Rurikovic. Können auch wieder eine Staatsehe veranlassen. Sehr gut. Es gibt böhmische adlige Rebellen, meine Güte. Das ist jetzt nicht so wild. Okay, die Belagerung von Stargard wird abgebrochen. Das ist sehr schön. Dann sammeln wir uns mal einen Neumark. Heieiei, Polen. Du bist eine harte Nuss. Wir könnten versuchen, das Kriegsziel zu belagern. Vielleicht ist Dänemark dann bereit, aus dem Krieg zu gehen. Wir wollen ja nichts von Dänemark. Wir wollen nur, dass Dänemark diesen Krieg verlässt. Ha, das ist schon stressig. So. Ja, machen wir es so. Gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Ihr zwei nach Opole jetzt. Nach Opole jetzt. 1% Zermürbung immerhin. Schlecht. Wenn es ja nur Polen wäre, dann wäre es ja überhaupt kein Problem. Wobei, na, warte mal, sehen wir, wann der nächste Tick ist? In 9 Tagen. 11. April. Ne, so oder so, müssen wir hoffen, dass jetzt einfach Krakau nicht fällt. Ah, fällt aber. Verdammt. Und sie schaffen es sogar, sich zurückzuziehen. Ah. Das ist schlecht. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt versuchen, Krakau zurückzubelagern, aber ich glaube, Warschau ist wichtiger. Einfach damit der dänische Kriegsenthusiasmus runtergeht. Wenn wir das Kriegsziel halten. Wir könnten auch versuchen, eine dänische Armee ganz bewusst anzugreifen. Wäre auch möglich. Machen wir das mal. Juli. Wir kriegen einen kleinen Malus, aber wir sind numerisch so überlegen. Ja. Da haben sie keinerlei Chance. Legen wir die Regimenter zusammen. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Dänemark! Ich habe 2 Schlachten gegen dich gewonnen. Wahnsinn. Wahnsinn, du bist immer noch nicht bereit. Unglaublich. So. Moldawien lässt sich wipen. Okay. Ja, jetzt stehen natürlich feindliche Kräfte vor der Tür. Das ist... Ganz klar würde ich auch so machen. So, Litauen hat aber den Süden belagert. Das ist schon mal gut. Es wäre jetzt toll, wenn Litauen es schaffen würde, seine Provinzen langsam aber sicher wieder zurückzubelagern. Apropos Litauen, hast du Schulden? 100, ja gut, das passt schon. So schlimm ist das nicht.
Wir haben halt keine Rekrutenreserve mehr. Das ist unser großes Problem. Deswegen ist es fast egal, was wir machen. Wir werden immer unsere Truppen zusammenlegen können, weil wir sie nun mal nicht ersetzen können eigentlich. Also diese Truppen hier in Pilsen, die können wir eigentlich erstmal vergessen. So, aber unsere langfristig angelegte Politik zur Begünstigung von Erfindungen hat großartige Ergebnisse eingefahren. Unser Land kann intellektuelles Wachstum verzeichnen. Das ist cool. Die Technologiekosten reduzieren sich weiter, nachdem sie ja schon reduziert sind durch die byzantinischen Flüchtlinge. Wir haben einen weiteren Kredit aufgenommen. Ah, dieser Krieg, der treibt uns absolut in den Ruin, ihr merkt es. Aber das ziehen wir jetzt durch. Wir haben unmoralische Preise. Die Kornpreise sind notorisch instabil. Viele Faktoren, angefangen vom Wetter am Anbauort bis hin zu Vorfällen, die sich hinderlich auf die Lieferung auswirken können, den Preis urplötzlich in die Höhe schnellen lassen. Aufgrund einer solchen raschen Veränderung herrscht in vielen unserer größeren Städte derzeit akuter Kornmangel. Die hungrigen und verzweifelten Gemeinen richten ihre Wut auf die Händler, die ihrer Ansicht nach diese Situation zur Preistreiberei missbrauchen. Die Händler dagegen behaupten, dass dies eine natürliche Folge des Mangels ist und dass es einfach nicht genügend Brot für alle gibt. In Pilsen, Rudohori und Vratislav könnten sich Regimenter erheben. Nein, ich denke, wir werden das vorhandene Brot bezahlen und verteilen, das ist gut. Wir können es uns jetzt nicht leisten, hier irgendwie Unruhe zu haben. So, und diese Belagerung sollte eigentlich ganz schnell gehen. Das ist nur eine Einserfestung. Ja, Mauerbruch ist da. Wir könnten im Notfall auch stürmen. Dänemark, du willst raus aus dem Krieg. Jawohl. Sehr gut. So, Brandenburg hat das Recht auf Militärzugang aufgekündigt. Das ist gut, das hätten wir sonst selber gemacht. Polen hat Vratislav besetzt. Okay, und Warschau ist belagert. Polen, willst du Frieden? Du willst Frieden? Ah, du willst Frieden. Ah, du willst nicht Frieden, verdammt. Nehmen wir wieder unseren Kampfgeneral Premysl Otakar wählen. Wir haben eine diplomatische Beleidigung, Kriegsgrund gegen Dänemark. In Dänemark ist das Wort Böhmen ein Synonym für Gülle. Oh, sehr schön. Oh, ich liebe diese Beleidigungen. Das ist einfach toll. So, Olmütz wird entsetzt. Entsatzt. Ich weiß immer nicht, was das Verb dazu ist. Entsetzen oder entsatzen? Das ist, wenn man einen Entsatzangriff führt. Wunderbar. Stackwipe. Ihr kommt mal in Radetschko. Zusammen. Ja, wir brauchen 35, oder? Für den nächsten Anspruch. Ja, richtig. Wir können eigentlich die Truppen wieder zusammenlegen. Drei Regimenter werden dadurch aufgelöst, gewissermaßen. Monatstick? Sehr gut. So. Oh, adlige Rebellen sind da. Nein, wir müssen zuerst die Polen vernichten. Wobei, oh. Bauern sind immer abergläubisch und das Erscheinen eines Meteors am Himmel hat im Volke zu Panik geführt. Sie sind überzeugt, dass dies ein Zeichen für das nahende Weltenende ist oder für ein großes Unglück in der nahen Zukunft. Ach, das ist eins meiner absoluten Lieblingsevents. Man verliert immer an Stabilität. Antworten, wenn wir doch nur einen Kometen hätten. Gibt es in Hearts of Iron 4 ja ein dazugehöriges Event, wo eben, also das Event heißt Komet gesichtet, auch in Hearts of Iron 4, wo eben, wenn eben das erste Düsenflugzeug gebaut wird, und dann im Tooltip steht dann Stabilität minus 1 in Hearts of Iron 4. Das ist ein kleines Easter Egg, wenn man so will. Wenn wir doch nur einen Kometen hätten, dann wäre dieser Krieg ganz schnell vorbei, glaube ich. Das muss man sich mal geben. Wenn man jetzt in dieser Zeit, 1480, ein Maschinengewehr hätte, man wäre König der Welt, ohne Spaß. So. Zweite böhmische Vereinigungskrieg gegen Polen.
Richtig, wir haben ja schon eingeführt. Ach Leute, das... Ah. Dieser brillante polnische General. Wahnsinn! Wahnsinn! Was ist nur los? Ah. Verdammt. Das senkt natürlich unseren Kriegsstand wieder signifikant. Na gut, befreien wir erstmal Prag. Dann sehen wir weiter. Das Schöne ist, Litauen macht einen guten Job. Warte mal, Litauen, du kriegst da einen Auftrag, du kriegst da einen Auftrag und du kriegst da einen Auftrag. Wäre toll, wenn du dein Land wieder befreist, damit du nicht zu sehr in Schulden versinkst. Die litauischen Adligen, die sollen sich darum kümmern. So, wir können auch wieder ein bisschen entwickeln hier, wie bei so einem Drogensüchtigen. Das ist echt... Na gut. So, auslaufender Kriegsgrund, diplomatische Beleidigung gegen Dänemark, das ist absolut irrelevant. Wir können das Belagerungsrennen gegen Polen nicht gewinnen. Das ist das Problem. Insofern, wir belagern, glaube ich, mal gediegen hier Posen. Ja, legen wir zusammen. Es hilft nichts, wir können es sonst nicht bezahlen. So, Brandenburg, wir können auf Potsdam einen Anspruch fingieren, das ist sehr gut. Ich denke, wir sollten auch auf Wolgast früher oder später Ansprüche fingieren. Poznan hat gerade mal 500 Verteidiger. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir können auch stürmen, wenn wir einen Mauerbruch haben. Litauen, was ist los? Ach, come on. So, Lublin wurde von Polen besetzt, okay. Und die Verwaltung eines Reiches passiert bei den Mamelucken. Also die Mamelucken, wir haben etwas läuten hören aus einem südlichen Reich namens Mamelukenreich. Bürokraten haben längst Papier über Pergament und andere Materialien bevorzugt, da es viel einfacher ist, mit ihm zu arbeiten. Es gibt außerdem verschiedene Maßnahmen, die eingesetzt werden können, um offizielle Papiere schwerer zu fälschen. Die Erfindung von Wasserzeichen in Fabriano ist eine von ihnen. Die aufwendige Marmorierung und Kalligrafie der islamischen Papierhersteller eine andere. Mit dem zunehmenden Wachstum von Reichen, die oft auch mehr als einen Kontinent umfassen, hat das Bedürfnis nach nachweisbarer Authentizität und Benutzerfreundlichkeit bei kaiserlichen Bürokraten von China bis nach Europa so zugenommen, dass sie ausschließlich Papier für offizielle Dokumente und Bestellungen benutzen. Ja, so ist es. Der Preis für Papier verändert sich um +25%. Okay. Bis zum Ende des Spiels. So, die Belagerung geht ganz fix hier. Krakau hat leider seine Garnison wieder aufgebaut. Das lässt sich nicht ändern. Wir könnten aber mal Folgendes machen. Wow, es ist ein spannender Krieg. Ich hätte das echt nicht gedacht. Ich dachte, es wird ein Durchmarsch tatsächlich. Im Vorhinein. Also ich habe so halb und halb befürchtet, aber bin ich durchaus sehr erfreut, dass es jetzt kein Selbstläufer ist, dass wir wirklich was tun müssen und wirklich hier auch konzentriert kämpfen müssen. So, Böhmen hat Hillhof besetzt, okay. Neumark, Sternberg, Vratislav, sehr gut. So, und da sind wir. Wir haben einen weiteren Kredit aufgenommen, also das wird jetzt echt zum Problem. Das wird jetzt echt zum Problem. Naja, die Belagerung könnte fallen. Das Problem ist Warschau auch. Warschau ist nur eine Einserfestung. Jawohl. Jawohl. Geben wir das Kommando wieder an Premisel oder Kavelen ab. Und... Oh. Ich dachte, wir können jetzt hier durchmarschieren. Warte mal. Wir können da... Ah, jetzt warte. Wir können da gar nicht hin. Weil hier ist einmal die Festung von Tuchel, hier ist die Festung von Plock. Wir kommen gar nicht in diese Provinz rein. Wir werden schon hier aufgehalten. Wir kommen noch nicht mal dahin. Aus Gründen. Na gut.
Wir müssen komplett außen rum marschieren, wenn wir da rein wollen. Warte, können wir den Frieden schließen? Nein. Aber es ist denkbar knapp. So oder so müssen wir nach Warschau. Warschau ist das Kriegsziel. Wenn sie Warschau belagern, dann müssen wir es sofort zurückbelagern. So, Brandenburg verleiht nicht mehr die kurfürstliche Garde an Mecklenburg. Okay. Und ja, jetzt natürlich ist Primitel Ottakar tot. Ich denke, wir werden selbst mal das militärische Kommando übernehmen. Wir sind auch ein ganz guter General. 1-3 immerhin. 3-3. Hm. Vladislav, der erste ist Podebrat. Und Danzig wurde beim Aufbau eines Spionagenetzwerks entdeckt. Allerdings können wir auch in Sachsen selbst wieder fingieren, nach Zwickau. Okay. Und wir können auch mal wieder Beziehung verbessern mit Stettin. Oder allgemein mal mit eigenen Untertanen. Das finde ich ganz gut. So. Okay, die Pfalz ist bankrott gegangen. Irgendwelche Rivalen wurden entfernt und so weiter. Da wurde ein Frieden geschlossen zwischen Ingolstadt und der Pfalz. Pfalz trat Oberpfalz und Ingolstadt an Ingolstadt ab. Und so weiter und so fort. Dukaten, 110 Dukaten. Damit ist die Pfalz bankrott. Wo existiert denn die Pfalz überhaupt noch? Hier. In Zweibrücken und Trier. Okay. So, die Belagerung von Warschau wurde tatsächlich abgebrochen. Wir können hier eine Schlacht schlagen. Also die KI weiß auch nicht, was sie will, ne? Wahnsinn. Ah. Am 5. April und am 2. April. Kommen wir zwischen dem 2. und... Jawohl. Zwischen dem 2. und 5. April an, dann ist es gut. Ihr zieht raus. Warten wir, bis sie gelockt sind. Zwischen 9. und 6. Ja, am 8.13.10. Wir kommen am 10. an. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Wahnsinn. Oh. Und, oh mein Gott, der Frieden ist möglich. Der Frieden ist möglich. Ich nehme an, wir können keine Provinzen fordern oder so. Das ist völliger Unsinn. Das werden wir auch nicht tun. Aber wir können den Frieden schließen. Oh mein Gott. Also, Böhmen und Polen bilden eine Union mit Wladislaw I. des Podebrat als König beider Länder. Es kann sich eine kleine Koalition formen. Wolgast, Sachsen und Österreich können dieser Koalition beitreten. Aber unterm Strich ein guter Friede. Können wir noch Geld fordern? Das wäre toll. Ja, ein bisschen. 27 Dukaten. Wahnsinn. So, großer Sieg. Und damit wird tatsächlich Wladislaw der Erste Spodebrat als König von Polen in Warschau gekrönt. Sehr, sehr gut. Wir aktivieren auch hier mal Loyalisten unterstützen. Wir deaktivieren unsere Festungen. Wir deaktivieren unseren Armeeunterhalt. Wir... Ne, wir warten noch auf die Innovationsideen, bevor wir anfangen, zu senken. Wir entlassen auf jeden... vorbei. Die ist halt richtig, richtig gut. Das ist eine richtig gute Beraterin. Hm. Ist die Frage. Warte mal, haben die höhere diplomatische Technologie als wir? Nein. Sie schon. Litauen schon. Aber Litauen ist relativ loyal eigentlich uns gegenüber. So, der Osmane hat uns erneut rivalisiert. Wir sind keine Großmacht? Doch, wir sind Großmacht. Wir haben nur gerade irgendwie nicht gescheit geleuchtet. Ah, das pulsiert so. Okay. Nun gut, wir müssen, glaube ich, die Beziehung mit Polen mal entscheidend verbessern. Das, ach du Scheiße, minus 150 gezwungene Union. Das ist ja heftig. Okay. 6. Mai. Kriegsbeute. So. Okay. Lassen wir die Zeit mal ein bisschen schneller voranschreiten. Wir können mal wieder aufteilen. Das wird die Kriegsarmee. Und das wird die
Königsarmee. So. 424. 614. Na gut. So. 524. 514. Na gut. So ist besser. Und dann können wir direkt Darlehen tilgen. 1. Juni 1482 würde das auslaufen. Das tilgen wir direkt. Okay. So. Beziehungsverbesserung mit Litauen abgeschlossen. Dann verbessern wir als nächstes gleich mit Stettin. Okay. Unsere Armee muss auch ganz dringend wieder ausgebaut werden. Ich meine, es ist verständlich, dass Polen illoyal ist, weil... Ganz ehrlich, unsere Armee, ne? Ist Danzig loyal? Ja. Danzig wird auch weiter annektiert, nehme ich an. Nein. Okay. Interessant. Ist die Frage, ob man, wenn man tatsächlich... Also, mal angenommen, Danzig ist noch nicht annektiert, wenn wir Polen, integrieren. Würden wir dann Danzig, als Vasall erben? Wahrscheinlich. Das ist eine gute Frage. Naja, aber eine Frage, die wir beim nächsten Mal beantworten. König der Überleitungen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.